Auf 4 Siege zum Saisonstart folgten für Stefan Schmidt 4 Spiele ohne Sieg. Heute beim Heimspiel vor über 1700 Zuschauern soll wieder ein Dreier gelingen. Gegen Markus Zische und den SV Babelsberg 0-3. Kein leichtes Unterfangen. Babelsberg gewann die letzten 4 Ligaspiele gegen Hertha. Und das zu 0, 10. Spielminute. Nsona mit dem Fehlpass. Und dann Andreas Pollasch. Nsona zum zweiten Mal in der Startelf in dieser Saison. Pollasch an die Latte. Glück für Hertha in dieser Szene. Ich habe mal ein... Nur 30 Sekunden später, Hertha mit Mauli da, der holt sich den Ball im Mittelfeld, Rölke im Doppelpass und dann mit Übersicht, Müsian, Mauli da, 1-0 Hertha. Der einstige Star der Ligue 1 stürmte für Lyon und Nizza, sein zweiter Treffer in der Regionalliga Nordost, unhaltbar ins lange Eck. An der Entstehung selbst beteiligt, bringt die Hertha Bubis in Führung. Gute Anfangsphase der Berliner nach dem 2-5-Debakel gegen Greifswald. 9 Gegentore in 3 Ligaspielen. Zu Hause aber noch ungeschlagen. Wieder Mauli da. Dritter Startelf-Einsatz im Sommer 2021 für 4 Millionen aus Nizza geholt. Sieht seinen französischen Mitspieler Kylian Nsona, ein weiterer Bobic-Flop. Aus Köln gekommen, lange verletzt, ohne Einsatz in über 1,5 Jahren. Versenkt den 100%er in den Berliner Nachthimmel. Wenige Offensivaktionen beider Teams. Babelsberg kommt besser ins Spiel. 30 Minuten absolviert. Danko hat eine Idee. Steinborn, Matthias, Steinborn. Die 0-3er werden aktiver gegen Lieblingsgegner Hertha. Wieder Steinborn. Hertha klärt halbherzig. Danko. Jovic in den Fuß von Andreas Pollasch. 1-1 Babelsberg. Pollasch kam im Sommer vom BFC, sein erstes Tor im Dress der Filmstädter. Hertha defensiv einfach zu nachlässig. Gegentor Nummer 16. Für die blau-weißen Čović als Vorlagengeber. Stange und Kiala lassen Pollasch einfach gewähren. Starspieler Mauli da verleiht Hertha zu Beginn Glanz. Pollasch und Babelsberg aber kämpfen sich zurück. 1-1, Pausenstand. Und die kleinen Hertha-Fans bleiben dennoch optimistisch. Bis zu dieser Szene, Freistoßmöglichkeit, Çakmak, 53. Spielminute. Ein Ex-Hertaner durchlief die U-Mannschaften bis zur zweiten und macht diesen Ball einfach mal direkt. Tashin Çakmak mit dem 2-1. Aus Respekt zum Ex-Verein verzichtet er auf den Jubel. Besser kannst du einen Freistoß nicht schießen. Çakmak nimmt Maß in den Winkel, keine Chance für Kwasigrom. Nur 4 Minuten später, Antwort Hertha. Rölke in den Lauf von Mauli da. Müsian, Mauli da und Klatte verliert das 1-gegen-1-Duell mit Klatte. Die Berliner weiter gefährlich. Abdulatif, Danko und wieder Klatte. Riesenreflex des Babelsberger Schlussmanns. Verhindert das Eigentor. Danko unfreiwillig spektakulär Richtung eigenes Tor. Die 65. Minute. Wieder Eckball. Abdulatif. Kurz ausgeführt. Abdulatif. Und Klatte. Und Kiala. Hertha vergibt eine Großchance nach der anderen. Chancenverwertung unterirdisch bei den Hauptstädtern. Klattes Fehler bleibt ungestraft. Es ist der Beginn einer ereignisreichen Schlussphase. Hertha noch ohne Heimniederlage will die dritte Niederlage im vierten Spiel noch abwenden. Babelsberg mit harter Zweikampfführung. Zu harter Zweikampfführung.
Dahlmann erkundigt sich bei Rölke und zeigt zu Recht die rote Karte. Büch mit rüdem Einsteigen gegen Rölke. Gestrecktes Bein, offene Sohle, trifft Rölke oberhalb des Knöchels. Gut gesehen von Dahlmann. Hertha jetzt in Überzahl, rennen dem 1:2 Rückstand hinterher und fordern hier einen Handelfmeter. Und auch in dieser Szene Lob an das Schiedsrichtergespann. Zeigersarm angelegt, kein Strafstoß, richtig entschieden von Dahlmann. Eine Szene hat der BSC noch, letzte Aktion im Spiel, der eingewechselte Wollschläger. Und dann Maulida und in der Mitte Mustafa Abdulatif. Traf doppelt in Greifswald, hier vergibt er aus 5 Metern. Und so gewinnt Babelsberg zum 5. Mal hintereinander gegen Hertha BSC. Heute haben wir unser, muss man sagen, schlechtestes Spiel gemacht. Nicht nur, weil wir zu Hause gespielt haben, sondern insbesondere, sagen wir mal so, muss man komplett unzufrieden sein mit der ersten Halbzeit. So wie wir auch in den letzten Heimspielen aufgetreten sind, das war in der ersten Halbzeit gar nicht. So, wir waren viel zu passiv. Und alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir heute nicht so umgesetzt. Ja, da sind natürlich alle sehr glücklich. Also wir haben auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also ich habe es schon mal vor 2 Wochen gesagt, dass die Mannschaft mich immer wieder überrascht. In den letzten 2 Spielen war es eher negativ. Heute war unglaublich. Also wir haben auch einen Fokus in die Einfachheit gelegt und vor allen Dingen auch wieder gegen den Ball vernünftig zu gehen und über die Zweikämpfe dann auch ins Spiel zu kommen. Weil mit Ball, die Qualität haben wir dann schon und das haben die Jungs dann auch geregelt. Das war auch der Plan. Das haben wir in der ersten Halbzeit fast perfekt umgesetzt. Ja, und natürlich kostet das Kraft. Deswegen haben wir vielleicht am Ende, wollten wir eigentlich noch frische Leute reinbringen, um das auch weiterzuspielen bis zum Schluss. Aber dann waren wir zu 10 und dann mussten wir noch mal ein bisschen zittern. Ja, an erster Stelle bin ich glücklich, dass wir gewonnen haben als Team, weil wir die letzten beiden Spiele verloren haben. War ein wichtiger Sieg für uns als Mannschaft. Klar bin ich glücklich über mein Tor, aber wichtiger sind die 3 Punkte, die wir hier geholt haben. Der Trainer sagt, gegen Hertha muss er sie immer aufstellen. Sie sind immer unglaublich heiß gegen ihren Ex-Verein. Ja klar, ich habe 6 Jahre hier gespielt. Das ist für mich nochmal eine andere Bedeutung. Und ich denke, ich habe es gezeigt. Deswegen bin ich glücklich. Und dementsprechend ist Hertha ist seine Mannschaft. Also das ist unglaublich, was der auch dann immer auf die Platte bringt. Ich will das gar nicht auf ihn reduzieren. Aber wir wussten, obwohl er die letzten beiden Spiele nicht gut war, dass er gegen Hertha auf jeden Fall brennen wird. Und das hat er heute auch wieder gezeigt. Ist gelaufen ohne Ende und hat auch die Jungs mitgezogen. Nach 2 Niederlagen feiert es sich besonders schön. Babelsberg mit dem 5. Saisonsieg setzen sich fest in den Top 5 dieser Liga.